Herzlich willkommen zur heutigen Begegnung unseres FC Bayern Alzenau gegen FK Pirmasens. Die Hausherren mussten kurzfristig auf Krešo Ljubičić verzichten. Für ihn rückte Markus Auer in die Startelf, der gleich in ein Missverständnis mit Aljoša Vanhae verstrickt war und Glück hatte, dass Pirmasens selbst überrascht war. Die Anfangsphase blieb weitestgehend ohne Höhepunkte, doch dann Freistoß von Pirmasens. Daniel Endres fängt den Ball sicher ab, sieht den startenden Serkan Firat, schickt ihn sofort. Serkan Firat gewinnt das Laufduell und schiebt dann mit seinem starken linken Fuß ins rechte Eck ein. 1:0 für unsere Bayern. Erstes Saisontor des Neuzugangs von den Offenbacher Kickers. Beflügelt vom Führungstreffer wollen die Hausherren gleich nachlegen. Aljoša Vanhae per Kopfball nach Eckball. Wilke Nachschuss. Nicht drin. Alzenau machte weiter Druck. Diesmal durfte sich Kalata versuchen. Stark gehalten vom Pirmasenser Schlussmann. Benjamin Reitz. Dann eine knifflige Szene für den Schiedsrichter Nikolai Kimmeier. Nisek wird im Strafraum gefällt, als er kreuzte. Aus unserer Perspektive heraus ein klarer Elfmeter. Leider gibt es keinen Videoassistenten in der Regionalliga Südwest. Doch Alzenau bleibt am Drücker. Angriff über halb links. Zieht den Strafraum rein. Zu Nisek, der dreht sich. Und verzieht ganz knapp übers Tor. Das war's. Zur Halbzeit eine hochverdiente 1:0 Pausenführung für die Hausherren aus Alzenau. Die zweite Halbzeit beginnt so, wie die erste aufgehört hat. Angriff über links, Calabrese per Doppelpass mit Semtürk, schießt ab und der Tormann lenkt die Kugel gerade noch so über den Kasten. Die anschließende Ecke wird kurz ausgeführt. Bauerntrick über Serkan Firat, der zieht in die Mitte, zieht mit seinem linken Fuß ab und wieder Reitz, der zur Ecke klärt. Zur Abwechslung mal ein Entlastungsangriff der Gäste. Pirmasens über die rechte Seite, doch dann schauen sie sich an, was Aljoša Vanhae macht. Das ist die pure Entschlossenheit in seinem Defensivverhalten. Dann tut sich personell etwas. Der Neuzugang aus Ginsheim, Mahdi Menatgir, der als Stürmer gekommen war, die ersten Wochen ausfiel, wurde nun eingewechselt für Semih Şentürk. Und eben jener Mahdi sollte noch seine Schaubühne bekommen. Alzenau will die Entscheidung, will das 2:0. Ecke von links, abgewehrt. Kalata. Kalata, immer noch Kalata. Was für eine Ballkontrolle. Dringt in den Strafraum ein. In die Mitte. Wilke abgewehrt. Und nun schnallen sie sich an. Tiki-Taka gepaart mit purer Abschluss. Entschlossenheit von Robert Schick. Da ist das heiß ersehnte 2:0. Und vor allem das hochverdiente 2:0 für den Aufsteiger. Aus Alzenau. Sie warten auf die Mahdi-Show. Hier haben sie die Mahdi-Show. Ein Hauch. Lionel Messi am Prischuss. Da erzielt der Neuzugang aus Ginsheim nach langer, langer Leidenszeit und viel Anlaufschwierigkeiten aufgrund gesundheitlicher Probleme. Das hochverdiente 3:0 hat noch genügend Kraft für seinen Jubellauf in die Arme des Co-Trainers Dennis Bohoff, bedankt sich bei ihm für die Unterstützung auf und neben dem Trainingsplatz. Es blieb dann am Ende letztlich beim auch in dieser Höhe verdienten 3:0 Sieg für den FC Bayern Alzenau. Trainer Angelo Balletta äußerte sich zu den Umständen. Um...
Wir sind heute sehr unglücklich erstmal reingekommen mit dieser Hiobsbotschaft mit dem Gregor Ljubicic. Deswegen vor der Analyse ein riesen Kompliment an Markus Auer. Die Spieler sind ja immer sehr feinfühlig. Markus ist ein sehr intelligenter junger Mann. Und es ist immer schwierig, dann auf Anhieb dann zu funktionieren. Und dann mit der Umstellung Auer rein, Wilke ins defensive Mittelfeld. Also er hat praktisch so gespielt, als ob er von Anfang an geplant war und als ob er ein absoluter Bestandteil der Mannschaft war.